Na komm. Lass uns gehen. Nein! Tut sie mir nicht! Schau, schau doch nicht! Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Das hab ich gesagt! Sind das noch viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Das wird Wochen dauern. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Beeilung, weiter! Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten. Ich kann da nichts machen hier. Nee. Tut mir leid, Alice. Wir können nichts tun. Warum hätten wir jetzt... gerade die Jerrys retten sollen? Wir müssen und die anderen nicht. Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Aus Blut. Androiden. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt einen Umweg, aber der Bus fährt bald ab. Ein sicherer Weg wäre besser. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches.
Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Das gut ausgeht. Wir sind friedlich. Erschießt uns, wenn ihr müsst. Aber wir werden uns nicht aufhalten lassen. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Wir werden... Ergebt euch sofort, oder wir eröffnen das Feuer. Geht weiter. Bereit, Hans. Es tut mir leid, Marcus. Das Volk wird zusehen. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Keine Angst. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Macht weiter. Diesmal mache ich keinen Rückzieher. Manche von uns opfern, es tut mir so leid. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Was machen wir jetzt, Marcus? Wir halten durch. Solange wir können. Aufgepasst. Mist. Kann ich das jetzt auch? Lass sie ruhig, verdammte Scheißkerl.
Bleib zurück, Connor! Connor, 3 Punkte! Was? Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Connor gegen Connor, das wird lustig. Der letzte Bus an die Grenze ist... Klar, wir sind jetzt ein Abweichler, der andere nicht. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Wartet mal kurz. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubert. Hm. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Wo ist die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was sie passiert. Sie können nicht weg sein. Ich geb's ihr wieder. Hast du auch ich genau geb's nachgedacht? Ihnen wieder. In meinem Rucksack. Der Umschlag nein! Muss ausgefallen sein. Nein, ha. Gib's den wieder. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Das lag auf dem Boden. Oh. Danke, danke. Vielen Dank, Sie haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Aber wir finden einen anderen Weg. Ganz ehrlich, wir wollen Frieden mit den Menschen und beklauen sie, das ist nicht das Richtige. Es ist nicht der richtige Weg. Aber das, was Marcus gerade momentan auf die Beine stellt, ist einfach nur mega. Alles richtig gemacht. Adam. Kara, schnell! Mir nach! Was? Adam? Das ist doch der Sohn von dieser einen, ne? Ja, genau, das ist die Bulma. Ich habe den Namen vergessen, den richtigen. Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Oh mein Gott. Wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden.
Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja, wir kommen. Okay, steigt ein.